Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in unserem Gesundheitsfernsehen. Eine große Herausforderung sind Augenkrankheiten, vor allen Dingen, weil wir oft keine Lösungswege dafür bekommen. Diagnosen wie unheilbar und eine Dauermedikation, die zur Folge gebracht werden. Aber was wäre, wenn es Therapeuten gäbe, die uns wirklich auf dem ganzheitlichen Weg der Augenregeneration unterstützen könnten? Und das besprechen wir heute mal, wie das möglich ist. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Ursula, schön, dass du da bist. Hallo liebe Corinna. Das Thema Augenkrankheiten, wir hatten ja schon mal ein Interview, gerade weil du nämlich Augentherapeuten ausbildest, die wirklich mit Augenärzten arbeiten und auch mit Optikern und wir unglaublich tolle Ergebnisse gesehen haben, gerade bei Makuladegeneration und bei dem Glaukom. Glaukom, dankeschön. Ich würde gern mit dir jetzt nochmal intensiver über die Möglichkeit sprechen, was haben Patienten denn gerade mit Krankheitsbildern für Möglichkeiten, sich die Augenkrankheiten auf einem ganzheitlichen Weg anzuschauen, sodass man eben sich nicht durch diesen Diagnostikweg in einen Schock versetzen lässt und denkt, man wäre komplett handlungsunfähig. Also Sie haben die Möglichkeit, eben zu einem diplomierten Eye-to-Eye-Augentherapeuten zu gehen. Mhm. Eye-to-Eye heißt übrigens vom Auge zum Ich. Ja. Also zuerst okay. Auge zum Ich, ja. Und das hat wirklich damit zu tun, weil das Auge ist nahe bei der Seele. Und diese Therapeuten sind geschult, um diese Leute zu unterstützen, ihnen die Kraft zu geben, dass sie nicht einfach nur zuschauen müssen und abwarten müssen, wie man das eben macht bei der Makuladegeneration. Wenn die diagnostiziert wird, dann können die Schulmediziner nichts machen, weil das eine trockene Makuladegeneration ist und das kann dann 2-3 Jahre trocken bleiben. Aber der Hügel wird immer größer und irgendwann sieht man nicht mehr gut und dann geht es in die Feuchte über und dann kann man spritzen. Hast du mir da das Bild mitgebracht? War das das mit der trockenen? Da musst du mir jetzt mal helfen. Das war das andere. Okay, mit Augenkrankheiten kenne ich mich nämlich gar nicht aus. Ist das jetzt eben das ist so die trockene, okay. Wo man den Hügel sieht. Ja? Und was ist das jetzt? Das, also da ist jetzt Dreck im Auge drin. Das ist, die Makula ist der Punkt des schärfsten Sehens. Ja. Ist genau in der Mitte des Auges, hinten auf der Netzhaut. Die Netzhaut ist der halbe hintere Augapfel. Aha. Und genau in der Mitte, wo sich die Sehstrahlen treffen, ist die Makula 3 mm groß im Durchmesser. Und dort sind 5 bis 7 Millionen Sehzäpfchen. 5 bis 7 Millionen, wie ein Samtstoff. Ja. Und das kann dann quasi durch Übersäuerung, Vergiftung, also wenn ich natürlich dann, passt auch, ja klar, mit der Verdreckung des Auges sozusagen. Ja, weil die Makula ist auch etwas vertieft. In der Rundung des Auges drin. Das heißt, wenn das Kammerwasser, sprich Blutserum, schon etwas Dreck drin hat, was auch immer das ist, das kann Schwermetall sein, das können sonstige Botenstoffe sein, das kann alles sein, was da reinkommt. Und dann sammelt es sich sehr gerne in der Makula an. Und dann kann es nicht mehr weg, wenn dann diese Personen auch noch Gleitsichtbrillen tragen und keine Augenübungen machen. Da geht es jetzt, Augenbeweglichkeitsübungen zu machen. Okay. Mit den inneren Augenmuskeln und mit den äußeren Augenmuskeln. Weil dann fluktuiert das Ganze und dann kann dieser Dreck aus dieser kleinen Einbuchtung wieder rausgeschwemmt werden. Was ich mal faszinierend fand, ich war mal auf so einem Gehirn-Jogging-Seminar und dann haben wir wirklich mit Augenklappen abgedeckt und Übungen gemacht. Ich hatte wirklich Muskelkater. Ja. Und es war in Form dann nachher von schon ein bisschen Kopfschmerzen. Also was ist denn da passiert? Wo ich dachte, puff, weißt du, also vielleicht kannst du da mal kurz was dazu sagen, weil das fand ich schon sehr faszinierend. Weil wann kriegt man denn mal Muskelkater in den Augen? Also kann ich dir gerne sagen, unsere Augen, jeder Augapfel ist umgeben von 6 äußeren Augenmuskeln. Das heißt, wir haben einen oberen Geraden, unteren Geraden, äußeren Geraden und inneren Geraden, jetzt hier. Und dann haben wir einen oberen Schrägen und unteren Schrägen, 6 Muskeln. Und die machen, dass wir die Augen rollen können, dass wir in alle Himmelsrichtungen schauen können.
Wenn wir jetzt eine Gleitsichtbrille anhaben oder 8 Stunden einfach nur in den Computerbildschirm schauen, sind diese Beweglichkeiten, diese Muskeln sehr eingeschränkt. Entschuldigen Sie ganz kurz diese Unterbrechung, aber bitte, es dient nicht nur uns, sondern auch der Verbreitung dieser Sendung, wenn Sie diesen YouTube-Kanal jetzt auch abonnieren. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß. Adieu miteinander. Und das Problem ist, dass wir dann, eben wie wenn wir joggen gehen würden, kriegen wir Muskelkater. Das heißt, wir müssen wieder lernen, die Augen zu bewegen. Und das ist unumgänglich, dass wir da äußere Augenmuskeltraining machen. Und das reicht schon, wenn man ein Viereck macht und einen Rhombus und eine Schlangenlinie und das alles hin und her. Und einäugig und dann zweiäugig, ja. Was ich mir dann so ein bisschen als Übung mitgenommen habe, war, wenn ich wirklich irgendwo spazieren gehe, in Wald oder Berge oder wie auch immer, dass ich dann wirklich die Brille bewusst mal abziehe, genau, und in die Ferne, in die Nähe schaue. Also dass da einfach eine das ist ja das, was uns auch verloren geht. Genau. Es ist ja schon bequem. Bei dir ist es natürlich, du hast eine starke Dioptrienzahl. Ja. Das ist natürlich gefährlich beim Wandern, die Brille auszuziehen. Das ist nicht, das geht gut. Ich gehe ohne Brille spazieren mit den Hunden. Echt? Ja, ja. Du hast ja relativ viel. -7 Dioptrien, genau. Und kannst dann trotzdem sehen. Ja, ja. Und die Brille ist -5. Damit ich dich doch sehe, ja. Aber dann durch diese, genau, Differenz. Genau. Okay. Und entspannend ist es, wenn ich gar keine Brille trage, weil mit dem Hund mache ich ja immer dieselben, also man macht ja oft denselben Weg. Ja. Man kennt diese Wege. Das ist also nicht wirklich gefährlich. Plus und -3 Dioptrien kann man gut ohne Brille gehen. Und dann eben können die Augen haben die Freiheit, wieder zu üben. Und wenn das nicht geht, weil es zu stark ist, dann lässt man sich eine Unterkorrektur machen. Und das können eben die Augentherapeuten dann auch mit den Klienten besprechen, wie man das angehen soll, zu welchem Optiker man gehen soll. Am besten zu denen, die auch die Ausbildung gemacht haben natürlich, weil die eben das Verständnis haben. Ja. Und nicht sagen, ja nein, das geht nicht, wir machen das nicht. Mhm. Ja. Man merkt ja auch, je mehr man es also anpasst an das Perfekte, desto fauler wird es ja dann wieder und dann gehst du zum nächsten Mal hin. Ja. Also ich musste da auch richtig Gas geben mit eben Training und ganz oft dann ohne Brille auch laufen, um dann wirklich zu erkennen, oh, also bei mir war es wirklich, also 0,7 bis 0,5 ist dann runtergegangen, weißt du? Also wir reden da wirklich von Kleinigkeiten. Ja. Aber es ist trotzdem eine Verbesserung. Ja, und wir reden von runtergehen und nicht draufgehen. Alexander sagt, es lag am Alter. Sag mal bitte, dass es nicht stimmt. Also ich muss ehrlich gestehen, das sagen alle, auch die Augenärzte. Ja. Aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Gut. Es geht nicht ums Alter, das stimmt wirklich nicht. Es geht darum, dass man also eine halbe Dioptrie locker so beheben kann. Und dass es nicht alle 2 Jahre immer stärker wird. Ja? Und das hat nichts mit der Altersweitsicht zu tun und so weiter. Das hat absolut nichts damit zu tun. Das ist auch anatomisch gar nicht logisch. Mhm. Ja, aber das ist eine gute Erklärung. Das finde ich sehr gut, dass wir darüber jetzt gesprochen haben. Ja, weil eine Gleitsichtbrille ist eigentlich ein Rollstuhl, ein Rollator und Krücken, alles zusammen. Mhm. Ja? Und das kann nicht gut gehen. Dann werden die Muskeln nicht bewegt. Das heißt, ausziehen beim Spazierengehen ist das Beste. Mhm. Und wenn ich dann die Menschen nicht erkennen kann, weil dann sagt man ja, man erkennt die Menschen nicht, das kann ich nicht machen, da sage ich immer, dann lächle doch einfach alle an. Ja. Ja, und sage ihnen halt einfach hallo. Ich kann ja natürlich auch einfach die Brille hoch machen, oder? Ja, genau. Und dann sehe ich, dann kommen Leute, dann ziehe ich sie halt runter, dann habe ich kurz den Effekt. Genau. Trainiere ich ja nochmal. Ja. Dann denkt das Auge, wow, was ist hier los? Und dann wieder weg, ja. Weil was auch passiert ist, wenn wir immer diese Brillen tragen, dann wenn dieser Augenmuskel, der Ziliarmuskel und der Irismuskel so lahm werden, werden wir auch extrem lichtempfindlich. Und dann kriegen wir plötzlich die Nachtblindheit. Und das kann man dagegen kann man angehen. Mhm. Da macht man halt die Augensonne in meinem YouTube-Kanal drin. Gratis und umsonst kann man dieses Video schauen und die Augensonne machen. Weil Was ist das? Das ist eine Augenübung, wo du mit geschlossenen Augen das Gesicht zur Sonne hältst und dann
paar Übungen machst, wo ich dich anleite im Video. Und das machen speziell die Makuladegenerierten, machen das. Und die haben mir Panik. Das sind wir gerade nämlich stehen geblieben. Ja. Wir haben nämlich hier Makuladegeneration. Genau. Wir haben den Dreckhügel im August 23. Genau. Und was hat dieser Patient jetzt gemacht? Ist er zu dir in die Behandlung gekommen oder hat er irgendein Seminar oder irgendwas? Er ist zu mir in die Behandlung einerseits gekommen, einmal im Monat kommt er immer noch und er macht aber auch diese Online-Tools, eben Augensonne und sonstige Augenübungen und wird von mir eben gebrieft und begleitet. Und diese Augensonne ist etwas, wo in 2006 zum Beispiel, wo die makuladegenerierten Personen zu mir kamen, kamen sie mit so Gletscherbrillen daher, weil es hieß, ja, keine Sonne. Und ich habe gesagt, mach diese Augensonne, du hast die Augen geschlossen. Und es kam keiner, der eine Verschlechterung hatte, sondern sie hatten Stagnationen und Verbesserungen. Mhm. Und bis zu Fehldiagnosen ging das. Ja. Manchmal denke ich mir wirklich, es gibt ja auch, also ich bin ja auch so ein bisschen Fan, spirituell und da, ja. Also wenn ich dann in die aufgehende Sonne und die untergehende Sonne, macht das ja was. Mit meiner Psyche, mit meinem Gemüt. Ja. Und es ist ja schon spannend, dass wir oft von gesunden Dingen abgeraten. Geh nicht in den Wald, da kommt die Zecke, da kommt was, der Geier was, der Fuchsbandwurm und die böse Sonne. Ja. Und also es ist schon, manchmal denke ich mir, eigentlich müsste ich, wenn so Warnsignale kommen, entweder das direkt umdrehen, mal pauschal, oder das wirklich ganz, ganz tiefsinnig hinterfragen, ob da vielleicht gerade das Gegenteil die Heilung ist. Also das mit der Sonne ist sowieso ein Thema, weil diese Licht, das Lichtspektrum der Sonne hat ein schönes, so ein deckenartiges System. Ja, da fällt keine Farbe wirklich auf oder raus. Ja? Aber wenn du beim Computer reinschaust, dann ist das Blaulicht da oben mit dem Spitz. Und das ist schädlich. Und das Sonnenblaulicht ist nicht wirklich schädlich. Aber man schaut ja auch nicht direkt in die Sonne. Das macht kein Mensch. Und deswegen das Sonnenlicht, wenn das reinkommt in die Augen, ohne, wir haben auch schon einen Filter hier, also ohne die Brille ist wichtig. Ja, das nimmt dann ab, wenn ich in die Sonne schaue. Weil dann kommt die Epiphyse, die wird genährt, du kannst besser schlafen. Und das ganze Drüsensystem ist gesunder, weil die Epiphyse das Drüsensystem auch managt. Super. Ja, die ganzen Hormone. Passt alles zusammen. Passt alles zusammen. Ja. Also man sagt ja auch, dass da schon eine gewisse, nicht wohlwollende Idee hinter den Sonnenbrillen steht. Also es scheint ja auch ein sehr spannendes Thema zu sein. Ja, also die Sonnenbrillen sind gut, um sich dahinter zu verstecken. Das ist sehr gut bei diesen vielen Menschen heute. Aber zum Beispiel Kindersonnenbrillen ist ganz verrückt, weil das Kinderauge ist nicht ausgewachsen und eine Pflanze im Schrank kommt nicht gut raus. Ja? Aha. Also schöne Sonnenbrillen Anekdote, für Kinder ist ein Marketing-Gag und bringt überhaupt nichts. Lieber eine Stachlichapli, sagt man in der Schweiz, einen Schatten geben für das Kind, damit die Augen eben natürlich aufwachsen können. Und wenn das Kind schon Sonnenbrillen trägt, ist es schon lichtempfindlich über alles. Und die Epiphyse verkümmert, das Drüsensystem verkümmert, das Immunsystem verkümmert. Es ist schade. Es ist schade und man sollte das nicht machen. Klar, auf dem Wasser und im Schnee ist es wichtig, auch für uns Erwachsene. Aber in unseren Breitengraden, wo wir geboren wurden, brauchen wir keine Sonnenbrille. Das ist wirklich ein Luxus. Höchst lächerlich, ja. Gut, eigentlich. Wir haben ja natürlich Sommer mit Dauerregen. Also da kommt dazu. Ja. Kommt dazu. Also nein, ist nicht notwendig. Und wenn jemand etwas lichtempfindlich ist, kann man ja diese helleren Sonnenbrillen nehmen, wo man die Augen hinten noch sieht. Ja? Mhm. Dann ist es auch angenehmer zu sprechen, weil ich spreche gerne, um die Augen zu sehen. Mhm. Ja. Jetzt gibt es ja diese Brillen, die dann sich sofort einfärben. Ja. Das ist ja natürlich auch Krücke, Rollstuhl. Das ist die Krücke für die Iris. Herzschrittmacher, Defibrillator. Das ist die Krücke für die Iris, das farbige im Auge, was unsere natürliche Sonnenbrille ist.
Weil wenn die Sonne ganz hell ist, haben wir eine ganz kleine Pupille, ein ganz kleines schwarzes Loch. Wenn wir jetzt diese selbstbräunenden Gläser haben, selbstverdunkelnden Gläser haben, dann ist das Problem, dass die Iris ja nicht zumachen muss. Und die Epiphyse hat das Gefühl, ja, es ist ja Nacht, ja, wir machen jetzt den Menschen ein bisschen müde, wir schütten jetzt ein bisschen Melatonin aus. Also es ist ganz verrückt. Was hat es denn für eine Bedeutung, wenn man so ganz große Pupillen hat? Manche haben das ja unter Drogen, aber manche haben es von Natur aus ganz, also immer wieder große Pupillen. Das kommt drauf an. Das ist ja das Zentralnervensystem, was das steuert, der Parasympathikus und der Sympathikus. Der eine macht zu, der andere macht auf. Ja. Und da kann ganz viel anderes noch dahinter stehen, von der psychischen Seite her. Aha. Manchmal ist auch eine Pupille größer als die andere. Mhm. Und da gehen wir dann auch darauf ein, welches Auge ist das rechte oder das linke, weil die sind auch unterschiedlich. Mhm. Bei einem Rechtshänder ist das rechte Auge mit den männlichen Attributen gespickt und das linke mit den weiblichen. Das heißt, da muss man dann schauen, ja, ist er im Stress oder kann diese Person nicht entspannen oder wo geht's da hin, wo müssen wir lang? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich fand das ganz interessant in der Therapeutenausbildung. Ich habe da ein bisschen drauf geachtet. Vielleicht kannst du das auch bestätigen, wenn jetzt jemand, sage ich mal, Rechtshänder, Linkshänder natürlich berücksichtigt, das rechte Auge geschlossener hat, dass da in dem Moment gerade diese Verletzungen des Vaters oder Vaterthemen mehr aufgeploppt sind. Und das Spannende war, wenn das Thema dann wirklich angeschaut wurde, dass dann auf einmal dieses Auge offener war. Also sprich, die Verletzung des Vaters wurde angeschaut und auf einmal konntest du im Foto sehen, okay, das hat sich reguliert. Ja, der Blick ist offener. Ja, und dann kommt die Mutter und dann kommt wieder der Vater. Also es geht nicht um Mutter und Vater, sondern es geht männlich-weiblich. Okay. Attribute. Also es muss nicht mit Vater und Mutter zusammenhängen. Okay. Ja. Aber das kann, aber es muss nicht. Mhm. Und das macht Sinn, absolut Sinn. Und es ist auch bei diesen Winkelfehlsichtigkeiten, die ja auch entstehen können, wo man dann Kopfschmerzen hat. Was ist das genau? Das ist, dass ein Auge, ein kleiner Winkel, ein bisschen schräg gestellt ist. Und das Auge muss ständig sich gerade stellen, damit es scharf sehen kann. Und es ist sehr anstrengend. Mhm. Und das korrigiert man aber nicht mit einer Brille, sondern man gibt dann einfach ein Vergrößerungsglas, dann sieht man das besser. Also eine Plusbrille. Dann ist es angenehmer zu lesen. Aber die Winkelfehlsichtigkeit kann man eben... Ach, ist das, was man so mit 50 bekommt? Das ist die Altersweitsichtigkeit. Okay. Das ist was anderes. Und die Winkelfehlsichtigkeit ist wirklich ein Auge etwas verdreht. Alles oder nach außen gerichtet oder nach innen. Mhm. Und das ist dann mit dem äußeren Augenmuskelsystem gekoppelt. Und da schauen wir genauso, welche Augenmuskeln sind nicht in Ordnung, welches Spiel funktioniert nicht richtig. Ja? Und bei der Altersweitsicht ist es natürlich der Ziliarmuskel, der innere Augenmuskel. Und der kann absolut trainiert werden mit einer Akkommodationsübung. Das ist auch nah, fern. Postkartenübung habe ich auch im YouTube-Kanal drin. Kann man auch umsonst mitspielen. Ja. Weil das ist ja dann oft nachher das Problem, dass dann im Bus, in der WhatsApp-Nachricht, der ganze Bus mitlesen kann. Genau. Oder alle machen so. Und dann schaust du nochmal drauf und dann siehst du es eben besser. Hm. Das ist wirklich so. Das ist kein Witz. Das geht. Okay. Das kann man wirklich 10-mal so machen und dann kurz Augen schließen, draufschauen und man kann es besser lesen. Ach, das ist ja jetzt im Restaurant auch das Thema, ja, gell? Mit der Speisekarte. Ja. Das macht auch gerade noch ein bisschen Luft. Ja, für die Wechseljahre. Ja. Bei der Weinflasche macht es vielleicht, schüttelt man ein bisschen zu fest. Aber trotzdem, das ist ein, oder wenn man da im Einkaufszentrum ist und die Ingredienzen lesen will und kann es nicht, kann man auch gut so machen. Also, super. Das kann man. Das sind so einfache Tricks. Ja. Ja, wo ich sage, das ist ja umsetzbar. Ja. Man muss jetzt, oder ich kann beim ersten Date anfangen. oder mit Erklärung davor vielleicht. Genau. Gut, ja, das Weitsicht hat ja was Gutes. Ich sage immer, es ist so schön, wenn der Partner näher kommt, hat er immer weniger Falten. Ah. Je älter er wird, super. Je weniger ich sehe. Okay.
Aber gut, nein, ich bin ja dafür da, dass man das wegtrainiert oder eben rauszieht. Ja? Mhm. Weil das stimmt auch nicht, dass die Linse nicht so alt wird wie wir. Wir trainieren sie einfach nicht mehr. Sie ist nicht mehr beweglich. Ja, wenn du natürlich siehst, wir werden ja in der Faulheit unterstützt. Ja. Ja, sofort eine Brille, die ideale Dioptrienzahl. Ja. Anstatt, dass wir sagen, genau wie du sagst, ein bisschen eine schlechtere sozusagen, dass das Auge immer noch konstant merkt, es muss noch was tun. Richtig. Und dann Durchblutung, Entgiftung. Ich möchte noch ein Bild zeigen, was du uns mitgebracht hast. Dass du dazu auch was sagen kannst. Um was geht es hier genau? Da geht es um eine Klientin, die hat ein Glaukom, einen Augenüberdruck. Und bei ihr ist die Papille schon geschädigt, dass eben die Netzhaut hier. Bei den dunklen Flecken sind die Sehsinneszellen sogenannt abgestorben, sagt man. Also die hat es quasi von 2017 bis 2023 konstant untersuchen lassen. Ja, und hat Medikamente genommen, tropft sich Beta-Blocker und, und es hat keine Verbesserung gegeben, aber es ist konstant geblieben, könnte man sagen. Und beim zweitletzten Bild ganz rechts sieht man den großen dunklen Fleck und da ist sie im März 23 bei mir ins Glaukom Diamant Online Seminar eingetreten, macht fleißig, hat sie mitgemacht, immer in den Zoom-Calls dabei und so weiter und hat aber nur 2-3 Meditationen wirklich täglich gemacht, also eine pro Tag. Ja. Und im September, ein halbes Jahr später, hat sich der sogenannte tote Bereich halbiert. Das heißt, die Sehsinneszellen sind wiederbelebt. Ja. Ja, und man sieht ja auch diese gelben Flecken, wo es ja dann gekommen wäre, sind hier weg. Genau. Die gelben Flecken, also, das heißt, das ist die Vorstufe, die haben sich auch regeneriert. Unglaublich. Ja, es ist unglaublich. Es ist, für mich sind das so kleine Wunder, aber sie hat das ja selber gemacht, mit meiner Unterstützung einfach. Super. Und das ist und das Schöne ist, es ist eine ganz klassische schulmedizinische Diagnostik. Ja. Da kann man jetzt nicht sagen, da hat jetzt einer drüber gependelt oder irgendwas interpretiert, sondern das sind Fakten, ja. Nein, das möchte ich auch. Ich möchte wirklich nicht in diese Ecke geschmissen werden, weil das ist für mich sehr unprofessionell. Ich versuche wirklich mit diesen Bildern einfach zu zeigen, doch, es ist etwas möglich. Nee, ich kann jetzt nicht versprechen, dass das bei jedem möglich ist, aber wir haben so viele schöne Dinge, die wir erleben in diesen Gruppen drin. Der Druck geht runter, die Bilder werden besser. Eben bei der Makuladegeneration, die Hügel werden kleiner. Sie müssen nicht mehr spritzen. Super. Sie können Monate auslassen. Es ist einfach genial. Wenn jetzt wirklich Augenärzte, Optiker zuschauen und sagen, okay, es wäre schön. Ich hätte gern eine Mitarbeiterin, die das auch kann. Weil oft muss man ja sagen, klar, wenn man im Kassensystem arbeitet, hat ein Arzt keine Zeit, ja. Aber man kann es ja eigentlich als Igelleistung einfach durch eine Mitarbeiterin mal parallel laufen lassen. Für die Leute, die sagen, ich habe Lust, wirklich in meiner Selbstverantwortung eine Regulation stattfinden zu lassen. Ja, ich habe jetzt gerade im letzten Durchgang, im vorletzten Jahr, habe ich jemanden ausgebildet, eine Optikermeisterin, die beim Augenarzt arbeitet und die hat meine Ausbildung gemacht. Super. Und sie kann jetzt die Patienten eben professioneller in der Komplementärtherapie unterstützen und begleiten. Ja. Sie darf das jetzt von ihrem Augenarzt aus. Ja, das ist hervorragend. Das ist das Schönste. Wenn das mal kommt in der Zukunft. Super, ja. Ich meine, es liegt am Ende des Tages liegt's am Patienten. Ich meine, wir müssen uns einfach von der Vorstellung lösen, dass da irgendein Retter kommt, den wir monatlich bezahlen, der dann für uns die Heilung zahlt. Das Ding fällt aus. Also wir müssen selber Geld in die Hand nehmen, um die Selbstregulation zu erlernen, erkennen, was auch immer. Und ich finde es dann ja auch immer spannend, wenn dann die Heilung stattgefunden hat, ja, gerade wird dann die Thematik mit dem Ohr, das war aber vielleicht schon preisintensiv. Da hat mal ein Therapeut zu mir gesagt, ich frage dann immer den Patienten oder den Klienten, was würdest du mir zahlen, dass ich dir die Krankheit nicht wieder zurückgebe? Einerseits das, andererseits einmal im Monat einen Besuch bei einer Therapeutin, auch wenn das 150 Franken kostet, eine Stunde. Ich meine, man geht zum Friseur, man geht zum Nagelspezialisten, man geht zum Masseur. Ja, also da muss ich sagen, das Augenlicht ist doch so wichtig. Ja. Also
Mhm. Also das ist ein Abwägen, wo ich wirklich, wirklich ans Herz legen möchte, allen Menschen. Es ist so wichtig, dass da mehr Energie reingesteckt wird, als nur, oh je, ich kann nur abwarten und ich hoffe, ich werde nicht blind. Dann ist es schon gegessen. Mhm. Man sollte das wirklich umändern und sagen, ich mache was für mein Augenlicht, damit ich lange ein gutes Augenlicht habe. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Faszinierend finde ich auch dieses Thema mit der Sonne, wo ich echt merke, ich benutze jetzt auch gar keine Sonnenbrille mehr und gucke ganz viel in die Sonne rein und merke, dass da unglaublich viel passiert. Schön. Ja, also man muss dann auch wirklich mal den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen. Ja. Nur die toten Fische schwimmen mit dem Strom. Ja, auf allen Ebenen haben wir das natürlich jetzt erfahren die letzten Jahre und es ist wirklich immer wieder spannend zu sehen, wo dann so ein bisschen die Tricks passieren, ja. Ja, ja, es ist, ja, man muss den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen oder einfach nur mal das auszuprobieren. Ja. Man sieht ja dann ziemlich schnell, ob einem das passt oder nicht. Mhm. Ja. Schön. Vielen Dank, Ursula. Weiterhin Danke viel dir. Erfolg. Herzlichen und Dank. Viele Therapeuten und ja, Klienten, die wirklich eine Selbstregulation hinbekommen. Dankeschön. Danke dir. Liebe Zuschauer, ja, wunderbar. Lösungswege für unsere Sehkraft finde ich natürlich faszinierend, vor allen Dingen immer wieder bei Diagnosen, die als unheilbar gelten und dass wir da wirklich noch mal ein bisschen was an die Hand bekommen. Ich hoffe, Sie hatten auch Freude. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, hier oben den Kanal auch zu abonnieren, denn hier können Sie alle Sendungen auch werbefrei anschauen, aber auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, das dient uns nämlich auch sehr. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an Sendungen, die Sie sicher auch interessieren könnte. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.